werden. Der Weg unseres nächsten Sprechers ist von gebrochenen Trustzonen gepflastert. Alles, was er anfasst, löst sich in seinen Fingern auf. Er ist einer von Forbes 30 unter 30 in Technologie. Gibt einen herzlichen Applaus für Thomas Roth. Ja. Willkommen zu meinem Talk Trustzone M Hardware-Angriffe auf Sicherheitsfeatures. Ich bin Thomas Roth, ihr findet mich auf Twitter als @StackSmashing. Ich bin Sicherheitsforscher, Berater und Trainer bei verschiedenen Sicherheitsfirmen. Bevor wir anfangen, ich möchte ein paar Leuten danken, Josh Dutka und Dimitri Nitzospasov, die sehr hilfreich waren, wenn ich immer nicht weiterkam und Hilfe brauchen. Colin O'Flynn gab mir konstant Feedback und Tipps und hat mir viel geholfen. Und diese Leute und viele Leute, die den Weg für diese Forschung freigemacht hat, wäre nicht vier. Auch viele Danken für NXP und Microshift, mit denen ich für diesen Talk zusammenarbeiten musste, und es war großartig. Ich hatte ein paar sehr schlechte Herstellererfahrungen, aber diese hier waren sehr gut. Außerdem frühere Arbeiten, Colin Flynn und Alex Dewar haben dieses Jahr ein Paper released das auch auf per differenzielle Leistungsanalyse auf Trustzones geguckt haben. Abgesehen davon ist Trustzone M relativ neu, aber viel Arbeit hat über die große Trustzone ist da gemacht worden, und es gibt auch sehr viel Arbeit über Fault Injection, also Fehlerinjektion ganz im Allgemeinen. Also, was ist Trustzone M? Trustzone M ist die kleine Trustzone. Es ist eine kleinere Version der Trustzone, die man auf Cortex-A-Prozessoren findet. Also wenn ihr ein iPhone habt, dann seid ihr hoher Wahrscheinlichkeit, dann sind zum Beispiel eure Schlüssel oder Passwörter in der Trustzone auf dem Cortex-A-Prozessor gespeichert. Trustzone erlaubt sichere Abteilungen auf einem ansonsten unsicheren Prozessoren. Also wenn bestimmte Dinge nur im sicheren Kontext zugegriffen werden dürfen durch die Speicherbereiche, dann speichert man das in der Trustzone. Und was auch ist, dass solche Prozessoren kommen mit zwei MPUs. Letztes Jahr hatten wir einen Talk über Bitcoin-Wallets, und haben wir das Problem, wir haben ein Betriebssystem, das ist sehr komplex, das muss Grafik anzeigen, User Interface, und es gibt relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwie kompromittiert werden, und dann sind all deine Geheimnisse und all deine Bitcoins weg. Und mit Trustzone gibt es die Möglichkeit, ein zweites, kleineres Betriebssystem laufen zu lassen, das diese Speicher für Schlüsselmaterial hat und das dann sicher sein soll. Warum ich auf Trustzone M geguckt habe, ist, dass wir viele Anfragen gekriegt haben für Beratungen zu Trustzone M. Viele und haben gefragt, okay, wir möchten das so welche Dinge machen, aber wir möchten es sicherer machen, und Trustzone N war relativ neu. Soweit ich weiß, gibt es relativ wenig öffentliche Forschung über Trustzone M, und es gibt wenig Unterlusten. Und es gibt viele Leute, die fangen an, sie als sichere Chips zu benutzen. Also es gibt Leute, die überlegen, die einen Autoschlüssel einbauen wollen oder Hardware-Wallets für Bezahldienstleistungen. Und ein Begriff, der immer wieder aufkommt, dies ist ein sicherer Chip. Aber was ist ein sicherer Chip? Ohne ein Bedrohungsmodell gibt es nichts wie einen sicheren Chip. Und weil es so viele mögliche Angriffe gibt, muss man einfach wissen, wogegen möchte ich
möchte ich mich verteidigen. Man kann zwar ein Chip könnte Hardware-Feature haben, die Software sicherer machen, zum Beispiel das NX-Bit, dass man Speicherbereich nicht ausfüllen kann. Oder es gibt Chips, die gegen Hardware-Attacks vergleichen, dass man keine Debug-Supporter gegen Seitenkanal-Attacken verteidigt. Und die Informationen von den Herstellern sind häufig sehr unklar oder sogar verwirrend, dass sie einfach nicht sagen, ja, okay, ja, dies ist ein sicherer Chip, aber sie sagen nicht, wogegen sie schützen. Zum Beispiel, man weiß nicht, ob der Chip sicher ist, ob er gegen Fault-Injection-Angriffe sicher ist oder ob das außerhalb des untersuchten Bereichs ist. So, und was wir jetzt machen wollen, sind lokale Device-Only-Attacken. Also es gibt Geräte, alle Angriffe, die wir haben, dafür muss man das Gerät in der Hand haben. Und ja, das ist unser Plan für heute. Wir fangen mit einer kurzen Einführung in Trustzone M an, mit einem viel Theorie für Speicherlayout und sowas. Wir reden ein bisschen davon, wie man Fehler injiziert. Und dann werden wir reale Chips angreifen, die drei hier aus der Liste eben. In einem Cortex-M-Prozessor hat man einen flachen Speicherlayout. Man hat keine MMU, alle Bereiche sind in dem gleichen Speicherbereich. Und was ein Trustzone-M erlaubt, man kann den Speicherbereich partitionieren in sichere und nicht sichere. Man kann zum Beispiel den Flash in einen kleinen sicheren und einen größeren, nicht sicheren Bereich auftauschen. Das gleiche für den Arbeitsspeicher, für das RAM oder auch für Peripherie. Man kann entscheiden, ob bestimmte Peripheriebausteine sicher oder nicht sicher betrachtet werden sollen. Also lassen wir uns die Zustände angucken. Sicher oder nicht sicher? Also wenn man sicheren Code haben, der kann irgendwelchen Code in der nicht sicheren Welt errufen. Also das ist im Prinzip der höchste Privileg, das man haben kann. Aber die andere Sache, wenn man aus der nicht sicheren Welt in die sichere Welt guckt, das ist nicht sicher. Wenn man zum Beispiel in den Code springen will, der hinter irgendwelchen Schutzmechanismen ist, dann geht das nicht. Deshalb, wenn man versucht, aus einem nicht sicheren Code in sicheren Code zu springen, dann wird es eine Ausnahmebedingung generiert. Deshalb gibt es diese Zwischending, diese non-secure callable, diesen Code. Und der nicht sicheren Code kann diesen nicht sicherer aufrufbaren Code oder NSC-Code rufen. Und der muss Adressen aufrufen, die eine SG-Instruktion haben, also eine Secure Gateway, also sicheres Tor. Die Idee ist, wenn man einen nicht sicheren Kern laufen hat, dann hat man vermutlich auch irgendwo einen sicheren Kern laufen und der wird bestimmte Systemaufrufe veröffentlichen. Und wir wollen irgendwie aus dem nicht sicheren Code diese Systemaufrufe machen. Und wie ich gerade gesagt habe, das können wir nicht, weil das eine Ausnahmebedingung erzeugen wird. Und der Weg wie das unter Trustzone M ist, man macht solche sehr, sehr einfache Anpassungsfunktionen haben, diese Veneer, und dann würde er diese Load-Key-Veneer-Funktion haben, die ruft dann die Load-Key-Funktion ab, und diese Funktionen sind sehr kurz, zum Beispiel sind sehr kurz, das sind drei Instruktionen oder so. Es gibt ja diese Secure-Gate-Instruktion und dann einfach eine Branch-Instruktion in die eigentliche Funktion. Deshalb ändern wir mit diesen Diagramm sicher kann nicht sicher rufen, nicht sicher kann diesen nicht sicher aufrufbaren NSC-Bereich aufrufen und NSC kann den sicheren Bereich aufrufen. Aber woher wissen, welchen Sicherheitszustand eine Adresse hat? Dafür benutzen wir im Cortex-M die Attribution Units. Dafür gibt es 4 Units im Cortex-M. Es gibt die Security Attribution Unit, die erste, die wird von ARM selbst definiert, ist praktisch bei allen Prozessoren die gleiche. Dann gibt es die IDAU, die implementationsdefinierte Zuschreibungseinheit, die wird halt von den Herstellern präzise gemacht. Und um den Sicherheitszustand
eine Adresse wissen will, dann muss man diese beiden Zuschreibungseinheiten kombinieren und wer immer die höhere ist, deren Wert gilt. Also wenn immer die SRU sagt, dann ist sagt sicher und die Idee, die implementationsdefinierte IDAU sagt, es ist nicht sicher, dann gewinnt der restriktivste Zustand, also es wird als sicher betrachtet. Also das ist hier die Tabelle, also wenn beide sagen nicht sicher, ist es nicht sicher. Wenn beide sagen sicher, ist es auch sicher. Wenn sie sich nicht einig sind, ist es sicher und nicht sicher, dann ist es trotzdem sicher, weil sicher das höhere Privileg ist. Die andere Richtung ist auch gleich und auch hier wird nicht sicher aufrufbar, also sicher ist mehr privilegiert als nicht sicher. Nicht sicher callable und halt, wenn wir nicht sicher callable und nicht sicher mischen, kriegen wir nicht sicher callable. Meine Hypothese war, wenn wir irgendwie diese Zuschreibungseinheiten, diese Attribution Units kaputt machen, dann machen wir die gesamte Sicherheit kaputt. Also lass uns zuerst auf die Security Attribution Unit, die Standard Unit von ARM gucken. Die ist standardisiert, ist nicht auf allen Chips vorhanden natürlich. Und man kann sie auch tun. Und wenn sie halt ausgeschaltet ist, dann wird alles Sicherheit. Und wenn man sie anschaltet, es sind keine Regionen definiert, wird immer noch alles als sicher angenommen. Dann kann man hingehen und sie anschalten und bestimmte Regionen als nicht sicher oder als NSC machen. Und das ist relativ einfach. Man hat im Prinzip diese fünf Register, das SRU Control Register, das man wo man die SRU ein- und ausschalten kann. Es hat den SRU-Typ, der ihm die angibt, die Zahl der unterstützten Regionen. Dann haben wir das Regionsnummerregister, damit kann man die Region auswählen, die man stellen will, und dann kann man die Anfangs- und die Endadresse einstellen. Also wenn wir Selektion, also die Region 0 messen, dann setzen wir das Nummerregister zu 0, die Basisadresse zu Hex 1000 und dann setzen wir die Limitadresse, die Grenzadresse zu 1FE0, was das gleiche ist wie 1FFF, wegen da bestimmte Bits noch dahinter sind. Und wir schalten die SAU an, dann setzen wir das Kontrollregister als aus. Wenn wir eine andere Region konfigurieren wollen, dann setzen wir zum Beispiel das Nummernregister auf 1 und die Adressregister auf andere Werte. Um zusammenzufassen, wir haben drei Sicherheitszustände für den Speicher. Wir haben S sicher, NSC nicht sicher aufrufbar und NS nicht sicherbar. Und wir haben diese beiden Zuschreibungseinheiten, die SAU, die standardisierte von ARM, und die IDAU, die möglicherweise herstellerspezifisch ist. Wir benutzen diese beiden SAU und IDAU sehr viel, deshalb war das jetzt sehr wichtig. Lass uns über Talk Fault Injection sprechen. Die Idee hinter Fault Injection ist, wie man es auch nennt, Glitching. Was wir machen wollen, ist, wir wollen Fehler in den Chip einfügen. Zum Beispiel, dass wir am Power-Level rumdrehen, also am Energielevel, ich füge ihm weniger Strom zu und füge es dann wieder zu. Wir können auch mit dem Laser draufhauen. Wir können am Signal der Hardware-Uhr rumdrehen. Elektromagnetischer Schock, alles, was ihr euch vorstellen könnt. Und was wir jetzt ganz speziell angucken wollen, ist Spannungsglitchen. Das heißt, wir schalten die Elektrizität an den Chip für eine sehr, sehr kurze Zeit ab und haben dabei sehr präzise getimtes Verhalten. Und wir schauen auf dem Oszilloskop. Wir sehen hier stabile Spannung. Und dann auf einmal einen Sprung nach unten und kommt sofort wieder hoch. Und dieser Abfall in der Spannung ist nur ein paar Nanosekunden lang. 10, 15 Nanosekunden kommt auf den Chip an. Und was das erlaubt ist, wir können zum Beispiel Instruktionen auslassen, wir können Speichervorgänge beim Flash damit kaputt machen, wir können auch Register lesen und schreiben behindern. Aber für mich ist das Interessanteste, dass ich Anweisungen auslassen kann. Das kann zum Beispiel mir erlauben,
dass ich über Anweisungen hinwegspringe, die interessant werden. Also hier ein Codebeispiel, das ist ziemlich einfacher Bootup-Code, das ist eine Initialisierung. Dann sehen wir, dass die Firmware verifiziert wird. Und dann sehen wir, hier ist das ein Check, der prüft, ob das funktioniert hat. Und wenn wir jetzt glitchen könnten über diesen Check hinweg, dann hätten wir im Prinzip eine Möglichkeit, auch zum Beispiel Firmware, die wir verändert haben, zu booten, obwohl es eigentlich nicht erlaubt sein soll. Also was müssten wir jetzt machen? Wie wäre es denn, wenn wir zum Beispiel über Enable Trust Zone drüber springen könnten? So, was machen wir jetzt in der Praxis? Wir müssen auf jeden Fall für eine Weile warten und müssen dann einen Puls, also einen Strompuls, genau im richtigen Zeitpunkt absenden mit einer sehr feinen Präzision von 10 Nanosekunden. Also was an der Stelle sehr funktioniert, wenn man so, also so hohe Präzision braucht, ist ein FPGA. Wir haben zum Beispiel den Lattice iStick verwendet und man braucht noch einen billigen MOSFET. Das heißt, das ist ungefähr $30. Auf der Setup-Seite haben wir einen FPGA, der hat einen Trigger-Eingang, das heißt zum Beispiel die Reset-Line, und dann haben wir einen Output für den Glitch. Das heißt, wir löten das jetzt alles zusammen, beziehungsweise stecken das alles zusammen. Wenn der Glitch-Puls hochgeht, dann setzen wir den Reset und dadurch wird die Spannung unterbrochen beim Chip und wir können über eine Anweisung drüber entspringen. So, wie funktioniert das jetzt? Ein Mikrocontroller hat heutzutage viele Chips in sich drin, zum Beispiel den CPU-Core, wir haben das Wi-Fi, wir haben auch GPIO. Und oft ist es so, dass diese Peripheriegeräte auf unterschiedlichen Spannungen laufen. Also zum Beispiel, Wi-Fi kann 1,3 Volt haben, auch wenn der Eingang des Mikrocontrollers 3,3 ist. Das heißt, man braucht einen Regulator bzw. Spannungswandler im Mikrocontroller selber, der dafür sorgt, dass die Spannungen erzeugt werden, die die internen Chips brauchen. Was interessant ist, dass hinter den Core-Regulierern, also den Spannungswandlern, sind externe Kondensatoren. Und was die machen, ist, dass sie die Spannung glätten als Output des Kernregulierers. Was es aber auch erlaubt, ist, dass es direkten Zugriff auf die CPU-Kern-Spannungsversorgung ist. Das heißt, wenn wir jetzt eine Klebepistole nehmen und den Kondensator abbasteln, können wir direkt Zugriff auf die interne Spannungsversorgung des CPU-Kerns. Das Hauptproblem ist, dass es diese Kondensatoren braucht. Es funktioniert halt nicht wirklich stabil. Was du machen kannst, ist, du kannst auch eine externe Spannungsversorgung und die auf die richtige Spannung setzen, damit du die Spannung stabil hältst und gleichzeitig kannst du damit glitchen. Also was wir machen ist, wir haben den Lattice iStick, einen Multiplexer, um auch die Spannung für das Gesamtgerät zurückzusetzen, damit wir auch neu booten können. Wir haben das MOSFET und wir haben natürlich noch die Spannungsversorgung. Wenn wir das jetzt alles zusammenbasteln, dann funktioniert es beim ersten Mal, beim zweiten Mal auch noch. Und beim dritten Mal ist es scheiße. Und in dem Moment, wo irgendwas mit 100 Jumper-Kabeln auf deinem Schreibtisch kaputt geht, kannst du eigentlich nur noch ganz von vorne anfangen. Deswegen haben wir jetzt den Mark 11 verwendet. Es hat ein FPGA drauf, es hat einen Glitch-Support. Wenn ihr William Gibson gelesen habt, dann wisst ihr, wo es herkommt. Und es enthält einen Lattice Ice 40, was eine komplett offene Toolchain ist. Das erlaubt uns, dass wir super schnell neue Glitch-Codes und Trigger verwenden können und das macht die Entwicklung total schnell. Es hat auch drei interne Spannungsversorgungen,
versorgt mit 3,35 und 1,2 Volt. Und das ist gebaut rund um schon bereits existierende Geräte. Also zum Beispiel der FPGA basiert auf dem 1-Bit-Squared Icebreaker und der am Eingang ist der Nano Analog Chip Whisperer. Wie immer mit der Hardware, in dem Moment, wo wir machen die gleichen Erfahrungen wie immer, dass die Produktion der Hardware einfach länger dauert, als man angenommen hat. Aber ihr könnt mich bei Twitter ansprechen und ich kann euch damit versorgen. Die Version von uns kostet ungefähr $40. Den ersten Chip, den ich gesehen habe, der Trustzone M verwendet, ist der Microchip SAM L11. Der wurde im Juni 2018 rausgegeben. Ziemlich langsam das Ding, hat nur 32 MHz, 64 KB Flash und nur 16 KB SRAM. Aber es ist sowas von billig. Er kostet nur knapp unter $2, schon wenn man nur einen bestellt. Und wir hatten Leute, die zu uns kamen, die gesagt haben, sie wollen ein Trusted Platform Module bauen oder ein Hardware Wallet oder andere Geräte. Und wenn wir uns jetzt die Webseite von dem Chip anschauen, dann sehen wir, dass es einen Haufen Security drin hat. Es war ein Award-Gewinner 2018. Und wenn du jetzt Secure sucht auf der Webseite, dann habt ihr 57 Ergebnisse und das ist deshalb auch 57-fach sicher. Also ihr habt hier Chip-Level-Security, es hat ein Active-Shield, es hat Micro-Probing-Attack-Sicherheit. Und es hat sogar einen Erkennungssensor für einen Stromabfall am VDD-Core, also im Prinzip, was wir uns auch interessieren für. Sie wollen damit, was sie damit sagen, ist es mit diesem Absatz, dass es nicht sicher ist gegen Hardware-Attacken. Aber das könnte man auch anders verstehen. So, jetzt wollen wir uns mal über die Trustzone in dem Chip unterhalten. Dieses Gerät hat nicht diese SAU, die wir vorhin besprochen haben. Es hat nur eine EDAU und die Konfiguration dafür steckt in der Userzeile, was im Konfigurationsflash hängt. Es ist, soweit ich weiß, Flash-basiert. Es können natürlich auch Sicherungen sein, aber es ist meine ich Flash. Und wenn es vom konfiguriert wurde, vom Bootraum beim Start des Chips. Die Idee hinter dem IDAU ist, dass alles in zwei Teile geteilt wird, einen sicheren und einen unsicheren Teil, also zum Beispiel den Bootloader, den Flash. Du hast immer einen sicheren und einen unsicheren und ihr könnt auch noch die Anwendungen aufteilen in dem gleichen Mod. Und die Größe dieser Bereiche ist durch diese fünf Register festgelegt. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie einen Teil kleiner und einen größer machen will, müsst ihr einfach nur mit diesen Registern spielen und dann ändert sich der. Und mit den Bootloadern ist es im Prinzip dasselbe, da funktioniert es genauso. Jetzt ist die Frage, wie können wir das angreifen? Mein Ziel war am Anfang, dass ich Daten auslesen kann aus der nicht sicheren Welt. Das heißt, ich will die Sicherheitslücke überspringen und schauen, dass ich sichere Daten aus der nicht sicheren Welt abgreife. Meine Idee war jetzt, dass ich den Bootraum-Code glitchen kann, der die IDAU-Konfiguration liest. Dazu müssen wir aber überhaupt erstmal verstehen, ob dieser Chip glitchbar ist. Ist der dafür anfällig oder fliegen wir dann sofort raus? Das heißt, ich habe ein sehr einfaches Setup aufgebaut, wo ich aus einem Loop rausglitschen wollte und eine Lampe zum Leuchten bringen und ich habe es in 5 Minuten geschafft. Es ist super stabil. Ich habe erst gedacht, dass irgendwie was nicht stimmt und dass mein Test-Setup falsch ist und der Loop raus ist,
weil es ging noch nie so schnell wie hier. Und das heißt, es war super einfach, es war total simpel. Ich hatte sofort Erfolg und dann habe ich irgendwie 2 Stunden damit zugebracht, rauszufinden, ob das wirklich das Richtige ist, was ich gemacht habe, oder ob ich einfach einen Fehler gemacht hatte. So, jetzt ist die Frage, was glitchen wir denn jetzt am Ende? Also irgendwann während dem Bootvorgang werden diese Register aus dem Flash gelesen und dann wird irgendwie Hardware konfiguriert. Aber wir wissen nicht so genau wie, weil wir können das Bootrom nicht ausgeben und das Manual ist mir viel zu lang. Ich lese keine Handbücher als Millennial und ich lese nur, was ich muss. Das heißt, die Grundidee ist jetzt, wenn ich jetzt den richtigen Moment abpasse, wo das AS-Register gelesen wird, können wir es wahrscheinlich auf 0 setzen. Das heißt, weil die meisten initialisieren sowieso mit 0 und wenn wir jetzt den richtigen Moment abgreifen, wo das gelesen wird, dann würde es einfach 0 bleiben. Und dadurch würde dann alles nicht sicher gesetzt werden und könnte dann ausgelesen werden. Das Problem dabei ist, das Bootrom kann man einfach nicht ausgeben, wir können es nicht disassemblen, das heißt, wir können nicht wissen, wann es das macht, und das zweite ist, wir wissen nicht, wann der Lesezugriff auf die IDAU passiert und wann es konfiguriert wird, und wir brauchen aber genau die ganz präzise Stelle, an der das passiert, sonst passiert nichts. Also brute-forcen wir das, weil wir haben ja keine Zeit für so rumgebastelt. Das ist natürlich schon ein relativ großer Adressraum, den wir da durchsuchen müssen, Zeitraum. Also haben wir Stromanalysen betrieben. Das wurde schon vorher gemacht von RISC-Q. Das können wir durch Analyse der Stromversorgung können wir sehen, wann wir einen JTAG-Log setzen müssen. Was wir machen ist, wir setzen Nullen auf das AS-Register und suchen dann die Stromspannung raus und dasselbe mit einem anderen Wert. So sieht mein Setup aus. Wir haben hier den Chip Whisperer Lite und wir haben dann noch einen Programmierer. Wir haben einfach nur ein paar Mitschnitte davon gemacht. Das dauert vielleicht eine halbe Sekunde für einen Mitschnitt. Du brauchst halt 20 Mitschnitte aus dem sicheren und 20 aus dem unsicheren Modus und dann sieht man klare Unterschiede zwischen den beiden und ich habe mir noch ein bisschen mit Statistik befasst davon. Und mein bester Kandidat dafür ist bei 2,185 Millisekunden. Und wir sind ja hier in der Nanosekundenwelt. Da müssen wir echt explizit den richtigen Moment treffen, damit es passt. Und jetzt ist die Frage, wie baut man so einen Glitch-Test-Setup, um eine Rückmeldung zu kriegen, dass man das kaputt gemacht hat, wenn man Erfolg hatte. Das heißt, was wir machen ist, wir versuchen, sichere Daten zu lesen aus der nicht sicheren Firmware. Wenn es erfolgreich ist, setzt es einen GPIO-Pin. Und ansonsten resettet es einfach. Das heißt, ich versuche jetzt einfach verschiedene Längen des Pulses und auch verschiedene Offsets, also verschiedene Zeitpunkte, an denen ich das mache. Und irgendwann hatte ich dann einfach Erfolg. Wenn ihr das Framework anschaut, das wir mal veröffentlicht haben, dann seht ihr, wie einfach das geht. Und das dauert, im Prinzip sind das hier einfach nur 20 Zeilen. Das heißt, ihr geht hier über verschiedene Zeitpunkte und verschiedene Pulslängen und dann musst du nur noch checken, ist der GPIO hoch oder tief. Und wenn ihr das mal stabil laufen habt, dann ist es krass, wie schnell das eigentlich geht. Das hier ist eine Aufnahme von einem echten Glitch. Und ihr seht hier, wir haben ungefähr 20 Versuche pro Sekunde und nach einigen Sekunden haben wir auch schon die Erfolgsmeldung. Wir haben gerade einen Chip kaputt gemacht. Viel Erfolg. So, jetzt bin ich in den Süden von Deutschland gezogen. Und wir sind ja echt geizig, wir Schwaben. Deswegen, das sind ja fast 6 Bier auf dem Oktoberfest. Um das jetzt mal in die lokale Währung umzusetzen, das sind 60 Mate-Flaschen. Das geht überhaupt nicht. Wir müssen echt billiger werden. And so
Was, wenn wir einen Chip nehmen, der 57 sicher ist und wir versuchen es mit einem 3-Dollar-Chip zu brechen. Das hier ist ein IT Tiny, der kostet irgendwie 2 oder 3 Euro. Wir kombinieren es mit einem MOSFET, um die Vergleich zu halten. Das sind ungefähr 3 Club Mate und wir packen es auf ein Breadboard und wir stellen fest, okay, wir haben einen stabilen Glitch mit ungefähr 120 Zeilen Assembler-Code auf dem Tiny und wir können damit einen Chip zuverlässig glitchen. Und Chips sind schwierig und es ist immer einfach selbst konfiguriert, einen Chip zu glitchen, weil es kann sein, man hat vielleicht irgendein Security-Bit zu dass man etwas eine Einstellung vergessen hat oder sowas. Und glücklicherweise gibt es hier einen, diesen 7L11 KPH, der wird mit einem eingestellten Key-Schlüssel geliefert und die Trust Zone ist fertig, komplett abgesichert und der Benutzer kann nur unsicheren Code schreiben und auch nur den eigenen nicht sicheren Code debuggen. Aber ich konnte ihn leider nicht benutzen, weil den Kaufen benutzt halt Zugriff zu deren Code. Aber wir könnten unseren Attacke damit testen. Man kann diesen Chip auf DigiKey kaufen. Und man kann gucken, ob die Attacke funktioniert, weil diese Chips sind völlig fertig konfiguriert und sollten sicher sein. Und wir haben unser Setup gemacht. Wir haben JTAG, wir haben keine Kondensatoren, sodass man direkt Zugriff auf die Kernspannung hat. Und man hat den FPGA in der Ecke und einen Programmierer. Und dann haben wir einfach eine einfache Funktion geschrieben, die einfach OpenOCD benutzt, um versucht, eine Adresse zu lesen, die wir normalerweise nicht lesen dürften. Also wir glitchen, dann starten wir OpenOCD, um über den Debug-Adapter die Adresse zu lesen. Und dann haben wir das alles zusammengesteckt, haben ein nettes Skript geschrieben und haben es dann laufen lassen. Und nach einer Weile, nach einer paar Sekunden waren wir successful. Wir hatten immer mehr. Wir sehen, wie stabil man diese Glitches kriegt und wie einfach man den glitchen kann. Also ja, okay, gehackt. Wir können diesen Chip einfach glitchen und die das ist super für Supply Chain Attacks, weil man halt Dinge machen kann, wenn der Endnutzer den Chip kauft und er glaubt, er kommt nicht ran, dann wird er dich nicht finden. Nun, Supply Chain Attacks sind natürlich schwierig, weil man es nur für sehr fortgeschrittene Akteure machen und es ist relativ schwierig, außer man kann irgendwie den Vertreiber des Systems unterwandern kann. Und hier kann man zum Beispiel über DigiKey einen Bug. Die Idee ist, wenn man eine Rechnung abfragt, dann checken sie nicht, ob man wirklich berechtigt war, diese Adresse, diese Rechnung zu sehen. Und wenn man es macht, dann konnte man halt die Adresse und die Rechnungsnummer, und das ist alles, was man brauchte, um DigiKey zum Beispiel die Lieferadresse zu machen, aber das hat DigiKey inzwischen gefixt. Insofern geht das heute nicht mehr, aber lasst uns mal kurz angucken, wie man das hätte funktionieren können. Wir haben Eve und wir haben DigiKey und Eve, die braucht für ihre Cybertoilette diesen hochsicheren Chip. Also sie geht zu DigiKey und bestellt diesen Chip und Mallory überwacht alle ihre Rechnungen auf DigiKey und sobald sie feststellt, sie kauft einen SAM-11, dann sagt sie DigiKey, dass er die Lieferadresse ändern soll und dann werden diese Chips statt zu Eve an Mallory geschickt und Mallory hat die Chips
kann sie Backdoor installieren und kann dann die Chips einfach an Eve weiterschicken und Eve merkt nichts, weil benutzt die gleichen Unternehmer, um die Sieger zuzustellen und kann wenig sehen und selbst wenn sie die Dinge aufmacht und alles scannt, was sie offiziell scannen kann, finden sie nicht, weil die ganze Backdoor in einem Teil des Chips installiert ist, den sie nicht sehen kann. Das Ganze funktioniert damit einfach, den passenden UPS-Umschlag zu benutzen. Ein interessanter Angriffsmittel. Also ich habe mit Microchip geredet, der Kontakt war sehr gut, sehr nett, sie waren sehr offen und sie sagen, dass der Chip, dieser Chip nur gegen Softwareangriffe verteidigt. Es hat ein paar Hardware-Eigenschaften wie manipulationssicheres RAM, aber es ist nicht so designt, dass es Fehlerindektion-Angriffen widerstehen kann. Und wenn man sich an die Datachip guckt, wenn die Älteren, die erwähnen noch ein bisschen Feature gegen hat, aber die Neueren erwähnen das nicht mehr. Und sie fragen jetzt auch sehr viel nach Feedback, um es klarer zu machen, wogegen der Chip tatsächlich Protect. Also, erster Chip kaputt, lass uns den nächsten angucken. Der nächste Chip war der Nuvoton Nu Micro M2351. Das ist einfach auszusprechen, das ist ein Cortex M23 Prozessor. Es ist Trustzone M und es hat sowohl eine SIU als auch eine IDIU. Und ich habe mit deren Marketing gesprochen. Es schützt explizit gegen Fehlerinjektionen. Ich war sehr erfreut darüber und sehr aufgeregt. Also sehen, wie es geht. Lass uns kurz über Trustzone, über in dem Nuvotron-Chip reden. Wie vorher, wenn die SIU, wenn sie ausgeschaltet ist oder ohne Region eingeschaltet ist, wird sie völlig sicher zurückgeben. Und wie gesagt, wie egal, was die IDIU da sagt, in diesem Fall wird immer sicher gewinnen. Also der endliche Zustand ist alles sicher. Und wenn wir jetzt ein paar nicht sichere Bereiche hinzufügen, dann ist auch der endgültige Zustand so, dass das endliche nicht sicher bleibt. Und ich guckte, wie man den Code, und hier sieht man das hier, die SIU Control wird 1 gesetzt. Und wenn wir über die Asset darüber glitschen können, dann ist die komplette sichere Mechanismus ausgehebelt. Also ja, der sichere Bootloader startet mit nicht sicherem Code, dann glitschen wir über die SIU enabled, dann ist plötzlich alles sicher und dann läuft unser gesamter Code im sicheren Bereich. Außer liest das blöde Handbuch. Diese tausende Seiten von Dokumentation enthalten tatsächlich sinnvolle Informationen. Man braucht eine spezielle Instruktion, um vom sicheren in unsicheren Zeit zu springen. Das ist diese BLXNS Branch Linked and Exchange Non-Secure, die hilft dagegen, aus Versehen in nicht sicheren Code zu springen. Und was auch interessant ist, wenn man diese Transition hat, es wird nicht immer die Übergang machen, es hängt an dem letzten Bit in der Zieladresse. Und der Weg, wie der Bootloader seine Adressen kriegt, er jumpt von dem Reset-Tabelle, da ist einfach die Tabelle, wo der Reset-Handler ist und der Interrupt-Handler und der Stat-Pointler. Und ihr seht, der letzte Bit ist immer 1. Und wenn das 1 ist, wird er immer in sicheren Code springen. Also irgendwie haben sie es geschafft, aus diesem sicheren S und dann in den nicht sicheren zu springen. Und wie machen sie das nun? Sie benutzen eine explizite Bit-Clear-Instruktion. Nur was wissen wir über Instruktion? Wir können drüber glitschen. Das heißt, wenn wir mit 2 Glitches können wir jetzt über die SIU gehen. Dann glitschen wir erst über das Enable von der SIU, dann glitschen wir über diese Bitlösch-Instruktion und dann der Resultat ist, einfach normaler Code wird als sicher laufen.
Also ganz normaler Code. Problem ist, das funktioniert, aber es ist relativ schwer, es stabil hinzukriegen. Also irgendwie geht's, aber nicht gut. Das war echt schwierig, das tatsächlich zu benutzen. Also wollte ich eine andere Schwachstelle handeln. Also habe ich mich über die Implementation die implementationsdefinierte EDIU geguckt. Und was ich feststellt, jedes Stück Flash oder RAM ist zweimal in den Speicher gemappt. Einmal als sicher und einmal als nicht sicher. Einmal halt als sicher, zum Beispiel als 0x2 und als nicht sicher und 0x2. Das ist der gleiche Speicher. Und ich habe dann eine Attacke gefunden, die ich Crow Arbor, because ohne Namen ist eine Vulnerability nichts. Und wir benutzen das hier, dieses Mirroring. Also die IDIU spiegelt den Speicher einmal als sicher und einmal nicht schwächer. Und wir nehmen an, am Boden des Flashes haben wir diesen sicheren. Das wird auch in dem Spiegelbild dieses Speichers. Aber da ist die SIU Konfiguration sicher ist, würde nicht zugänglich meinen. Aber dieser Anfang hier von diesem Bereich wird von dem ARBAR-Register gesetzt. Und vielleicht können wir, wenn wir den Wert dieses ARBAR-Registers ändern, dann können wir diesen nicht sicheren Bereich verändern. Und wenn man in die Dokumentation ist, dann stellt man fest, okay, ist der Wert beim Start ist unknown, aber ich habe es getestet und bei allen Chips ist der tatsächlich null. Und wenn wir jetzt über diese Instruktion glitschen, dann dehnt sich dieser nicht sichere Bereich aus. Und das funktioniert tatsächlich. Wir kriegen einen total stabilen Glitch. Es dauert ungefähr 30 Sekunden für eine erfolgreiche ich kann euch nicht genau sagen, was es ist. Ich weiß nur, ich laufe den Glitch und ich kann den sicheren Bereich lesen. Ich weiß nicht genau, was da passiert. Also, wuhup, der nächste Chip ist gefallen. Also gucken wir den nächsten Chip an, der NXP-55S69. Der hat zwei Cortex-Cores, ein M33-Cores, einer davon hat eine Trust-Zone. Das Layout ist ähnlich zu dem New Micro. Ich habe den Doppelglitch-Angriff zum Laufen gekriegt und auch den Crow Arbor und die Reaktion des Herstellers war großartig. Sie wollten sofort wissen, was ich gemacht habe. Sie hatten mir am Telefon mit es allerdings, was sich herausstellt, der Beispielcode hat ein Sicherheitsfeature nicht eingeschaltet. Dieser Sicherheitsfeature heißt vermischtes Kontrollregister. Das steht dafür sicheres Kontrollregister offensichtlich. Und dieses Register hat ein Bit. Und wenn man das setzt, dann schaltet es Secure Checkend ein. Und wenn ich ein paar Sätze weitergelesen hätte, Millennial, Entschuldigung, dann hätte ich gewusst, dass es das gibt. Und wenn ich dieses Bit setze, dann gibt es einen zusätzlichen Speichersicherheitschecker aktiviert, der eine feinere Kontrolle über die Speicherregionen ist und der checkt mit den Zuschreibungseinheiten, ob der Sicherheitszustand ist, der gleiche ist wie der mit dem MPC-Sicherheitsstate. Und wenn man das nicht ist, dann stoppt er den Angriff. Auch das kann man glitches, aber das ist sehr viel schwieriger. Es braucht wenigstens zwei Glitches, die Antworten des
Herstellers waren auch großartig. Die Dokumentation wird verbessert, aber es ist, gibt einem schon eine gewisse Sicherheit, aber es ist keine volle Sicherung. Bevor wir ändern, diese Chips sind nicht unsicher. Sie sind nur gegen ein sehr, sehr spezifisches Angriffsszenario nicht geschützt. Und alles, was du machen musst, ist, dein Chip gegen dein spezielles Angreifermodell richtig auswählen. Das heißt, ihr müsst euch überlegen, was ihr machen wollt. Also zum Beispiel, wenn ihr jetzt irgendwie einen Chip, der ein Auto sichern soll, der den Zugriff erlaubt oder nicht, dann müsst ihr euch darüber Gedanken machen, vielleicht bei einem Hardware-Wallet definitiv ja. Also es hängt sehr vom Anwendungsfall ab. Okay, vielen Dank. Das war die Übersetzung des Talks über Brechen des ARM-V8-Sicherheit. Jetzt kommen die Fragen. Wir haben den Talk übersetzt, Florian und Kaste. Wir würden uns über Feedback bei Twitter freuen. Benutzt einfach den Hashtag C3T. Und jetzt geht's los mit den Fragen. Seid ihr kennt ihr die ST Cortex Firewall Research und ja, ich habe mich damit sehr viel beschäftigt. Ihr könnt euch den Vortrag vom letzten C3 angucken über Wallet Fail. Da geht es genau darum. Da gibt es eine merkwürdige Firewall-Feature. Ich kann leider noch keine Forschung dazu veröffentlichen. Sorry. Mikrofon Nummer 1, please. Hallo. I'm just wondering, have you tried to replicate this attack on multiple Habt ihr CPUs versucht, diesen die Angriffe auf Mehrkern-CPUs zu reproduzieren? Und wenn nicht, wie würdet ihr dafür vorgehen? Habe ich noch nicht. Es gibt leider keine Chips mit der Frequenz, die dieses Trustzone-Feature unterstützen. Es gibt von anderen Leuten Forschung dazu. Es gibt auch veröffentlichte Materialien zu Hochfrequenz-Glitching. Das Problem ist, es wird sehr, sehr schnell sehr teuer, weil das Oszilloskop halt immer mehr können muss. Is there for mere functionality to go from non-secure to secure area? Are there SAMSES defined functionalities or are there sind das Standardfunktionalitäten, um von sicheren und unsicheren zu gehen? Oder ist das herstellerabhängig? Das Veneer-Zeug ist relativ Standard und ihr könnt euch von ARM die Handbücher holen. Und es gibt Toolchains, die diese Veneer-Funktionen generieren. Ich habe mir nicht genau angeguckt, wie sie generiert werden, aber ich habe ein bisschen Rust geschrieben, um drum herum zu kommen. Und es ist relativ einfach. The signal angel is signaling. Yeah, that's not a question from the internet, but from me. And I want to see, how important is the hardware security in comparison to the software security? Ich möchte wissen, wie wichtig ist die Hardware-Sicherheit verglichen mit der Software-Sicherheit? Kann diese Geräte nicht hacken, ohne das Zugriff auf das Gerät zu haben? Das hängt halt von deinem Angriffsmodell ab. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Hardware-Wallet baust, dann musst du dir sehr viel über Gedanken machen, über die Sicherheit, weil jemand es einfach mitnehmen kann. Bei deinem Telefon willst du vielleicht auch nicht, dass jemand beim Zoll sich bei deinem Telefon bemächtigen kann. Deswegen ist das ein relativ relevantes Szenario. Beim Autoschlüssel ist es ähnlich, weil du willst nicht, dass jemand eine Kopie davon machen können. Ist ähnlich mit den Druckerkartuschen, weil die Hersteller verwenden viel Energie darauf, sicherzustellen, dass man die nicht einfach kopieren kann. Hier geht es nicht so sehr darum, dass der Benutzer sich schützen will davor, dass das kopiert wird, aber der andere Hersteller. Ihr habt mehrfach Attacken höherer Ordnung erwähnt. Und beim letzten Chip erwähntet ihr, das ist mit zwei Glitches
gebrochen hat. Was habt ihr gemacht, um den Suchbereich zu verkleinern? Also wenn ihr eine Sicherheitsverteilungsunit habt, könnt ihr euch entscheiden, ob ihr es an- oder abschaltet. Ich konnte meine SAU ausschalten. So hatte ich einen sehr kleinen Suchraum, so konnte ich relativ genau einengen, wo ich den Glitch machen muss. Ich konnte ja den, ich habe ja den Code selber geschrieben, konnte dann auf dem Oszilloskop nachverfolgen, wie meine Instruktionen ausgeführt wurden. Ich frage mich nur, wenn der Hersteller diesen Kondensator auf dem Die machen würde, wie viel schwieriger würde das die Angriffe machen? Ja, bei Voltage Glitching kann das helfen. Bei UFI Glitching ist es schwieriger, weil da muss man einfach nur eine Spule drauf machen und kann es dann direkt injecten. Es hilft schon, aber es geht, man macht es weniger wegen Sicherheitsgründen. Konntet ihr eure eigene Hardware benutzen, um euch zu helfen? Ja, teilweise, also die Teile, die funktioniert haben, ja. Das ist so die. Hi, thanks for the interesting talk. All these vendors pretty much said, alle diese Hersteller haben im Prinzip gesagt, diese Art von Attacken ist tatsächlich nicht in dem Bereich, gegen den wir schützen wollen, ist out of scope. Gibt es irgendwelche Chips, die gegen Glitching-Attacken was machen? Ja, nee, also es gibt schon Chips, die sich dagegen geschützt haben. Aber was wir in unserer Forschung festgestellt haben, ist, dass ganz viele von diesen Chips Sicherheit durch NDA praktizieren. Ich kann ja nicht sagen, wie sicher die sind. Ich weiß nur, dass niemand darüber reden darf. Und ich weiß, es gibt einige Chips, die sehr gut gegen Glitching ist. Und ich glaube, dass, wonach ihr suchen müsst, ist Glitch Monitor. Wenn ihr einen Datasheet seht, dass das drin habt, dann wisst ihr, dass ihr einen gefunden habt. So, what about the brownout detection? Wie ist das mit Brownout Detection, dass Microchip sagt, hat es. Warum hat es den Angriff nicht gefunden? Es ist nicht dafür da, dass man Glitching verhindert. Es geht nur darum, dass man den Chip stabil hält. Also wenn man zum Beispiel die Spannungsversorgung runtergeht, dann möchte man das feststellen, um sich nicht selber zu glitchen. Weil wenn zum Beispiel die Batterie leer ist, dann will man, dass der Chip stabil läuft und dann einfach ausgeht. Das ist zumindest mein Verständnis von dem Brownout-Detektor. Aber die sind nicht schnell genug, um Glitch-Attacken zu festzustellen. Yes. Yes, where? Thank you for your amazing talk. You have shown that it gets very complicated if you have two consecutive glitches. Ihr habt gezeigt, dass es sehr schnell schwierig ist, wenn man zwei nachfolgende Glitches hat. Es ist nicht einfacher, dann das gleich, wenn man das macht, das durch zweimal oder dreimal macht, ist es dann nicht so schwierig, ist, dass man es nicht mehr glitchen kann. Es hilft, wenn die Spannung an- und ausgeschaltet werden kann. Aber wenn man das zweimal macht, könnte man auch einfach bei der Spannungsversorgung monitoren, und wenn jemand das von Hand macht, dann kann er es immer noch machen. Is there a mitigation for such attack that I can do on PCB level or it can be addressed only on chip level? Ist das, was ich dagegen auf dem PCB-Level machen, auf dem Platin-Level machen kann, oder geht das nur auf dem Chip-Level? Es geht nur auf dem Chip-Level, weil wenn du einfach eine Klebepistole nimmst oder eine Wärmepistole, dann kannst du einfach den Chip runtermachen und in einen Socket basteln. Du musst immer den ganzen Chip dagegen sitzen. Also wenn nicht, dann musst du zumindest so ein Case drumherum bauen, was verhindert, dass man da rankommt. Ich frage mich, ob ihr irgendwas über die STM32L5-Serie gehört habt.
Ich habe viel davon gehört, aber ich habe noch nichts davon gesehen. Wir warten immer noch sehr gespannt drauf. Mikrofon Nummer 2, please. Hey, very good talk, thank you. Will you release all the hardware design of the board on the screen? Yes. Wirst du die Hardware Design von dem Board veröffentlichen? Oder ist da irgendwas, was nicht gibt oder so? Domains. Es gibt chip.fail.domains, wo es bei uns schiefgegangen ist. Ich habe die auch in das Gitter, in das Lattice hochgeladen. Ich werde das noch raus veröffentlichen. Und es ist alles auf Open Source Hardware basiert. Insofern werde ich will nur mal das Leben für alle einfacher machen. Das ist alles. Du sagtest, du weißt nicht genau, was in dem Moment des Glitches passiert und du warst glücklich, dass du eine Instruktion übersprungen hast. Hast du eine Idee, was in dem Moment des Glitches im Chip passiert? Ich habe genau die gleiche Frage gestellt. Was da passiert, habe ich verschiedenen Leuten gestellt und ich habe verschiedene Antworten bekommen. Und im Prinzip ist mein Verständnis, dass man die Spannung runterzieht, die man braucht, um ein Register zu setzen. Aber es ist wirklich komplett außerhalb meiner Expertise, um das wirklich zu verstehen und eine gute Antwort zu geben. Ich kann nur Dinge kaputt machen. Okay, thank you. You said a lot of the chip attack. Can you tell something about JTAG attacks? Du hast viel über Chip-Attacken erzählt. Kannst du was über JTAG-Attacken erzählen? Ja, klar, zum Beispiel die KTH-Version von dem Chip. Da habe ich JTAG verwendet, um das aus dem Chip auszulesen. Aber es ist möglich, auf vielen Chips JTAG wieder anzumachen, selbst wenn das Chip JTAG eigentlich hinterher verplombt wurde. Und da gab es auch einen Talk auf dem letzten Kongress, wo das erklärt wurde. Ich würde vermuten, das geht bei dem hier auch, aber ich habe es noch nicht probiert. Are there any more questions? We still have a few minutes. I guess not. Well, a big warm round of applause for Thomas Roth.